Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania 2 Lords of Shadow 2. So, die 2 gehört natürlich hinter das Castlevania, hinter das Lords of Shadow, nicht hinter Castlevania. Umkreis gesichert! Deine Mutti! Surround him! Das Problem ist, ich kann gegen die Schilde im Moment nichts, aber rein gar nichts unternehmen. Weil ich einfach... Ich kann die auch nicht zerstören oder so. Ich kann nichts machen, ey. Das ist gerade übernervig. Und dass ich nicht so genau weiß, wo ich jetzt hin soll. Ist nochmal nervig. Egal, wir holen uns jetzt erstmal alles. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich hier über die Bühne komme, ey, mit dem ganzen Rest, was ich noch habe an Leben. Wobei, vielleicht komme ich hier außen rum, aber ich würde eigentlich das da hinten gerne noch holen. Sie wittern ihre Chance. Aber hier muss ich hoch. Da ist er nämlich auch hochgegangen. Oh, Junge. Jetzt spring darüber. Spring darüber. Spring darüber. Weg hier, weg hier, weg hier. Los, renn, Schlampe. Okay, ich bin gleich tot. Kannst du davon ausgehen? Ja, lass dir Zeit. Wir haben sie, ja. So. Ach komm, ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Fuck you, ey. Aber ich kann die nicht bekämpfen. Das sind erstens zu viele. Scheiße. Wie komme ich denn zu seinem Shop? Gut, ich werde jetzt erstmal zu seinem Shop gehen, mir bringt das nichts. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, gehen wir erstmal zum Chupacabra und holen uns wieder ein paar Sachen. Füllen mal unsere Tränke wieder auf. Da ist es natürlich vorteilhaft, dass es hier so einen Shop gibt. Eigentlich finde ich das nicht so cool. Aber ich werde mich auch hüten, irgendwelche Kristalle zu kaufen. Also um meine leere Magie oder meine Chaos-Magie zu verbessern oder mein Leben. Die werde ich mir nicht schon alles andrücken. Ja, gut. Dafür kann man das dann schon mal ausgeben. Verdient man ja auch, ne, schließlich irgendwo. Die EP. Weil das finde ich dann ein bisschen blöd, wenn ich das dafür ausgeben würde. Natürlich ist das super toll, weil das dauert natürlich jetzt eine ganze Weile, bis ich da bin. Ich habe gar keine Ahnung, wo der überhaupt nochmal ist, der Shop. Ist ja auch ein bisschen am Arsch der Welt, ne? Ja. Gut. Müssen wir halt dahin. Aber anders komme ich jetzt gegen die überhaupt gar nicht an, muss ich sagen. Das ist leider so. Ein bisschen nervig gerade, weil ich muss die ganzen Kackwege auch wieder zurück. Aber naja, was soll ich machen? Was soll I do? Ich bin ein Ressourcenverschwender. Und deswegen... Komm, lass dich fallen. Boah, ey, das ist so weit weg. Und den ganzen Weg muss ich wieder zurücklaufen, ey. Das ist doch unglaublich. So. War das jetzt da oben? Ach nö, das war... Ach, leck mich doch am Arsch. Das muss ich, ach komm, jetzt... Kamera, dreh dich nicht weg. Jetzt guck wenigstens geradeaus, da wo ich hin will. Scheiß auf die kleinen Spritzer da unten. Komm hoch. Da. Zack. Oh. Yeah. Hopp. Sah gerade aus, als ob er einen Bart hatte. Boah, ey, das ist ja echt eine halbe Weltreise, die wir hier zurücklegen müssen. Harpien, Harpien. Oh, gibt's da aber keinen schnelleren Weg? Das kann nicht sein, dass ich hier den ganzen Kackweg zurücklegen muss, ey.
Also wenn ich den noch zurückgehen muss, dann werde ich das nicht mit aufnehmen, weil da habe ich auch keine Lust drauf. Ist ja voll. Jetzt habe ich hier... Chaoskral? Okay. Und jetzt? Aha. Awesome. Avesome. Moment, da ist aber noch was zum Einsammeln. Was denn da? Ach, da muss ich auch lang. Guck mal, da ist noch ein Ritterchen. Ein Ritterchen. Hopp. So. Wo kann ich hier hinklettern, bitte? War ich das schon? Ich würde da weiter nach oben kommen. Ich weiß aber nicht, was da oben wäre. Na? Na, erstmal gehen wir hier hin. Hier gibt es nämlich noch einen Ritter. Dankeschön. Missgeschick von Alva, dem Weisen. Als ich den Schritten Draculas folgte, erreichte ich das Innere eines Raumes, der eine Art magischen Apparat enthielt. Ich bin sicher, dass er mich nicht gesehen hat. Doch als ich eintrat, war er verschwunden. Vielleicht ist es eine Vorrichtung, um schnell von einer Seite der gewaltigen Burg zur anderen zu gelangen. Das würde erklären, wie der Prinz der Schatten die Geschehnisse in seinem gesamten Herrschaftsgebiet lenken kann. Der Mechanismus wird scheinbar mit Blut betrieben. Als ich jedoch meins anbot, erhielt ich einen Stich in meiner Handfläche, woraufhin eine merkwürdige Flüssigkeit in meine Venen injiziert wurde. Die Zuckungen kehren immer wieder, so dass ich diese Nachricht nur unter Schwierigkeiten zu Ende schreiben kann. Mir bleibt nur zu hoffen, dass mein Name den Leuten aufgrund der heldenhaften Taten in Erinnerung bleibt, die ich zu Lebzeiten vollbracht habe. Ich hätte aber auch Verständnis, sollte dies wegen meines letzten Fehlers nicht eintreten. Moment. Kann ich nicht hiermit einfach in die Stadt, der da hier, ne? Müsste doch gehen. Funktioniert bestimmt nur mit Dracula-Blut. Bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Die Stadt der Verdammten. Ich komme. Kein Bock mehr hier zu laufen. Wobei man sieht, dann habe ich natürlich noch ein paar neue Sachen gefunden. Und das wird... Also das werde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ich werde jetzt nicht dann nochmal hier rumgehen und gucken, wo habe ich vielleicht was vergessen. Und dann nochmal das ganze Spiel, alle Level und so abgehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da, Stadt der Verdammten. Bam. Okay. Hauptmission in der Stadt, also wenn wir dann zum Aussichtsturm uns wieder porten, ne? Erstmal gehen wir mal hier hin. Ich finde das voll cool. Schwupps. Weil hier sind wir relativ nah am Shop dran, ne? Deswegen kann man das mal machen. Eigentlich war dann hier auch so ein Ding, aber ich weiß nicht genau wo. Mach auf. Mach auf. Ich möchte da durch. Oh, wir hätten uns mal schnellere Mechanismen hier zulegen sollen. Das ist ja unglaublich. So, denn da hinten ist nämlich schon so ein kleines Schöpplein. Ach komm. Haltet die Backen. Keine Zeit für euch, ihr Kackdinger. Die halten voll wenig aus, ne? Muss ich ja mal so sagen. Ach, ich töte dich jetzt einfach. Wobei... Aber ich bin eigentlich, sollte ich das vielleicht nicht so ganz riskieren. Ich habe ja nicht mehr so viel Leben. Falls sie mich treffen, ist dann blöd. Andererseits irgendwie, ich habe jetzt aber auch, ne? So, stirb und du bist auch down und dann leck mich aber mal am Arsch. Habe ich alles. Schade. Dein bester Kunde kommt zurück. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Kunde von ihm. Aber das sagen wir ihm natürlich nicht. Ach, guck mal, der hat doch wieder alles aufgefüllt. Ich bin begeistert. So, dann werden wir uns drei davon holen. Lebenssteine? Nein, Lebenssteine nicht, kosten auch ein bisschen viel. Das werde ich mir holen, das werde ich mir holen. Das auch nicht. Ich habe mir auch Schlüssel gekauft, muss ich ja zugeben, aber... Ja, ich kann mir hier Bilder kaufen, guck mal. Lol, für 100? Krasser Scheiß, ey. Was ist das denn? Drachenschuppe? Oh. Kaufe ich mir auch, so. Einfach so, damit ich es habe, ganz ehrlich, ey. So, zack, zack. Jetzt habe ich aber ordentlich eingekauft. Oh, ich habe noch 3700 dann. Alter Schwede.
Okay, bezahlen und beenden, würde ich sagen. Vielen Dank, mein lieber Chupacabra-Freund. Du bist ein echt, dufter Typ. So, jetzt können wir endlich wieder zurück. Mal ein bisschen aufgefresht hier. Eigentlich finde ich das ja nicht so cool mit so einem Shop, aber ganz ehrlich, wenn er da ist, werde ich ihn auch benutzen. Wäre blöd, wenn nicht, ne? So, Moment. Wo war... Ach, da hinten. Ach, wir beherrschen wieder neue Sachen. Na, ich bin begeistert, Junge. Zack. Beherrschen wir noch irgendwas anderes? Vielleicht? Hier? Nein? Hier? Auch nicht. Hm, ich könnte mir jetzt von dem Rest was kaufen. Was kaufen? Komm, wir kaufen uns einfach das hier. Cool. AT ist oben, glaube ich, ne? Bam, Alter, der sieht cool aus, der Schlag. Der ist ja auch richtig Knocke. So, wo wollte ich mich jetzt hinporten? Ach richtig, zum Aussichtsturm. Ich denke nämlich, da bin ich am nächsten dran. Ich habe mir leider auch nicht gemerkt, wo ich alles noch einsammeln kann. Also wo ich noch hin müsste, um alles einsammeln zu können. Und ich habe immer noch keinen Doppelsprung. Das finde ich nicht in Ordnung. Vielleicht bekommen wir auch keinen Doppelsprung. Wir besiegen bestimmt den anderen vermeintlichen Belmont. Ich glaube nämlich, das ist einer. Und vielleicht bekommen wir von dem, es könnte sein, die Engelsflügel. Das würde natürlich bei Dracula irgendwie gar nicht passen. Vielleicht verderben wir die auch und wir haben dann schwarze Fledermausflügel oder so. Das würde natürlich wieder passen, das könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt gehen wir natürlich zur Hauptmission. Sobek spielt eine machtvolle Anwesenheit in der alten Kathedrale. Ich sollte dem nachgehen. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir sowas bekommen. Dann können wir auch nochmal einen nach oben. Ist ja im Grunde ein Doppelsprung. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ach komm, nee, lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Du bist scheiße. Du kannst mir eh nicht das Wasser reichen, deswegen... Ja, auch nicht, deswegen lass das mal lieber. Ja. Ja, natürlich doch. Deine Mutter. Oder ich gehe einfach wieder zu dem anderen zurück und laufe dann... von hier, aber der Weg scheint mir eigentlich relativ leicht und simpel zu sein. Außer natürlich, wenn der Herr Dracula Belmont, ne, mal wieder scheiße. Jetzt hör doch mal auf, dich hier irgendwie von der Natzen zu lassen. Jetzt trink ein Schlückchen, dann haben wir wieder volles Leben. Bin ich auch mal begeistert wieder von dir. Oh, jetzt. Naja, begeistert. Junge, du willst mich verarschen manchmal, ne? So, ich muss irgendwie da hinten hinkommen. Wie komme ich da hinten am besten hin? So, ne? Ich möchte es ja hoffen, dass das der richtige Weg ist. Es könnte sein, muss es aber nicht. Ich habe nämlich schon ja keine Ahnung, ob ich hier schon mal war oder nicht. So, ich könnte jetzt... Was kann ich denn hier nochmal machen? Hm. Kämpfen. LOL! Oh, so eine scheiß verkackte Mongo-Harp hier, ey. Willst du schon verarschen? So, die schauen wir auch platt. Jetzt kann ich ja wieder, ich habe ja wieder volles Life. Boah. Angeschlichen hat er sich da die Bratze. Kaputt machen! So. Einfach auf die Schnauze hauen. Kenn ich nichts. Ach, guck mal, super, danke. Das ist ja nett. Ich mache auch alles kaputt hier. Damit es so aussieht, als ob hier wirklich ein harter Kampf stattgefunden hätte. Okay. Dann. Ach, guck mal. Das ist... Nee. Mhm. Also es muss ja der richtige Weg sein. Aber das ist nicht der Weg, den ich zurückgegangen bin. Das kann ja auch eh nicht, weil... Ha. Mhm.
Ihr kleinen Pisspenner. Halt ein Pissplatte, ihr. Lasst mich in Ruhe. Aua. So. Jetzt spüre den Zorn meiner Peitsche. Drecksau. Und du auch. Hä? Ich hab doch gedrückt. Ja. Hier bin ich. Hallo. Sind wir zu Hause? So, dann holen wir den Wolf. Zack. War ein bisschen ungeplant, dass ich jetzt zurückgehe. Aber gut, ne? Man muss ja auch mal. Dann kann ich nämlich jetzt die anderen Spastis, ich hoffe, jetzt kommen die Großen nicht schon wieder, dann flipp ich aus. Dann muss ich mich wieder in den Drachen verwandeln, weil dann sind ja Ratzekalle weg hier. Rucki zucki geht das. Ansonsten kann ich mich jetzt um die Kleinen kümmern. Und dann bin ich glücklich. Und dann nerven die mich nicht länger. Sind tot. Sind weg. Und ich kann mir alles ganz in Ruhe einsammeln und angucken. Verlass uns nicht, mein Prinz. Geh nicht. Du gehörst hierher. Das ist dein Zuhause, nur ist es nicht. Ihr seid meine Kinder? Davon weiß ich nichts. So. Zack. Jetzt kann ich, nee, warte mal, jetzt kann ich theoretisch das hier absorbieren. Surround him! Warte. Jetzt. Boah, jetzt lass mich das nochmal kurz benutzen. Bam. Aua. Moment. Oh, die benutzen trotzdem ihren Scheiß. Das ist natürlich jetzt doof. Oh Mann. Komm, mach den Shit kaputt. Oh, geht doch. Wenigstens schon mal eins. Ah, guck mal, er kann sich gar nicht mehr wehren. Das finde ich super. So. Bei dir machen wir das einfach auch. Du stinkst nämlich auch nach Maggi und überhaupt. Nach allem, was man so, ne, überhaupt. Komm, dann machen wir jetzt schön finishermäßig down. Laben uns an seinem Blute und dann ist aber Gute. Ja, warte, du brauchst gar nicht abhauen, ich komm. Na gut, dann. Hallo? Aha. Aua! Haha, ich bin schon tot, mein Freund. Ey, du willst dich doch verarschen. Jetzt bleib doch mal stehen da. Fuck. So. Werde ich mal dagegen, du kleine Pissnelke. So geht doch, meine Güte, ey. Bin voll auf die Eier, ihr kleinen Spacken. Jetzt kann ich mich ganz entspannt hier nach hinten latschen. Ich kann mir das holen. Ich habe gesagt, ich kann mir das holen. Dann kann ich ganz easy nach oben klettern. Kann mir das auf der anderen Seite. Moment, was hier? Nix, okay. Okay. Tja, dann muss ich gucken, wie ich weiterkomme. Ich habe keine Ahnung. Der Weg ist nicht sehr ersichtlich. Also hier ist er hochgelaufen. Ich darf das nicht, weil... Warum kann er Dinge, die ich nicht kann? Das kann überhaupt nicht sein. Das finde ich ziemlich unfair. Egal, ich kletter jetzt erstmal wieder ganz nach oben. Und holen wir uns natürlich das Secret, was wir hier da so haben. Tja, und dann muss ich ja mal sagen, es ist ja wieder Zeit. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kann ich von hier irgendwie seitlich klettern oder ich übersehe gerade richtig derbe etwas. Ah.
Ist da rüber? Naja, da komme ich gar nicht rüber gesprungen. Na gut, ich habe in der nächsten Folge dann Zeit, ein bisschen darüber mich, also darüber nachzudenken, was ich hier tun soll. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch keine Fledermäuse. Da ist eine Tür, aber die ist geschlossen. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Einschalten. Hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder mit dabei, wenn wir, tja, den richtigen Weg versuchen wieder zu finden. Bis dahin, haut rein!